Hier war, glaube ich, der Alchemietisch, ne? Einmal hoch. Jawohl. Alchemie beginnen. Kann ich das lesen? Retterschnaps, Brennnessel und Tollkirsche. Habe ich aber nicht. Kann ich blättern? Kräuterkuh. Weimut? Ey, ich kann das kaum lesen, Alter. Zurück bitte. Okay, Kessel, Destillation, Tiegel, Mörser. Hier, ich würde gerne den Mörser benutzen. Inventar. Hier Ringeblume. Mohnblume, Löwenzahn, Johanniskraut, Distel. Achso, ach, ich kann nur die drei Sachen nehmen. Ja, dann hier. Ich würde gerne nur Ringeblume erstmal nehmen. Und jetzt? Mörser. Wie mache ich das benutzen? Okay, Wasser, Wein, Öl und Alkohol. Dann machen wir mal Wasser in den Kessel. Ich versuche das jetzt einfach mal, ne? Was soll schon schief gehen? So, jetzt die Ringeblumen da rein. Oder erstmal zerstoßen. Hoffe ich zumindest. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich würde das klein machen auf jeden Fall. Das dann in den Tiegel. Mit dem Tiegel in den Kessel. Voll die Suppe, Alter. Kuhblasebalg. Sanduhr. Kuh. Ich habe keine Ahnung, wann es fertig ist, ne? Jetzt kocht es. Ich weiß halt nicht, wann es fertig ist. Ich weiß auch nicht, wie ich es da rauskriegen soll. Ach hier, mit der Fiole. Tankerstellung fehlgeschlagen. Alle Zutaten sind bei verloren gegangen. Hätte ich das destillieren müssen? Jetzt sind aber nicht alle Ringeblumen weg, oder? Nee, nur eine. Okay. Tja.
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich Ringblumenaufguss mache. Dafür bin ich leider zu dämlich. Gibt ja auch sonst keine Rezepte hier oder sowas, ne? Weiß nicht, ob der Apothekenkollege welche hat. Ich guck mal. Vielleicht ein Rezept wäre gut. Hallo. Wermut. Beste Grüße. Alles Gute. Was hast du denn so? Aqua Vitalis, was ist das denn? Fühlt sich wie Achilles, da Treffer dir weniger anhaben können. Okay. Was ist das? Ein Fähigkeitenbuch zum Thema Alchemie. Länge 40. Okay. Kostet 82. Ja, leck mich fett, Junge. Ist bekloppt. Ich hätte gern ein Rezept für Ringelblumenaufguss. Alter, guck mal, was die kosten. 1000. 1000 für Lazarus. Ringelblumenaufguss kostet schon 246. Wo soll ich denn so viel Geld herkriegen? Ich kann mir hier gar nichts leisten. Guck mal, wie teuer der ganze Scheiß ist. Wie viel soll ich denn da sammeln, bis ich da mal was verkaufen kann von? Guck mal, allein das ist alles nichts wert. Wir müssen normalerweise müssen wir Klamotten plündern oder so ein Scheiß. Hier, Warenkorb. Disteln auch weg. Bringt mir alles eh nichts. Im Moment zumindest. Da wir es einfach nicht können, weil wir keine Rezepte haben. Brauchen einfach Rezepte. Vor allem, weil der ganze Scheiß, den wir gesammelt haben, der ist alles nichts wert. Salbei ist noch am meisten wert mit 0,5. Ich meine, gut, wenn wir sowas hier verkaufen, ne? Schrumpfwürfel. Einer der wenigen ordentlichen gezinkten Würfel, natürlich zugunsten seines Besitzers. Unbekannter Trank. Macht einen auf Sattheit, ansonsten gar nichts. Ein unbekannter Trank, Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anzurichten vermag. Ich wäre dazu geneigt. Also die Unglückswürfel. Komm mal da weg damit. Brauche ich nicht. Die Karte ist halt noch was wert. Und hier noch Wermut. Oh, Wermut ist auch noch gut was wert sogar. Ansonsten. Vielleicht die Pfeile noch. Ich wüsste nicht, was ich damit soll. Die Axt verkaufe ich nicht. Das ist nämlich unsere einzige Waffe. Und einen Bogen haben wir noch nicht. Ja, der Retterschnaps ist auch gut was wert, ne? Aber ansonsten, das war's. Zack. Und wir können nochmal feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Das ist gut, ich habe nämlich alle einen Scheißdreck gegeben. So, wir wären jetzt bei 69. Wie wär's denn mit 71? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh, sehr gut. Top. Habe ich 71 gerade verdient? Wer ist er denn? Ach, eine Ladenwache. So, die ist sie auch. Ja, sehr schön. Haben wir zumindest mal ein bisschen Geld zusammen jetzt. Nachdem wir wieder alles ausgeben mussten. 113 haben wir jetzt. Ja gut, große Möglichkeiten haben wir nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Sache für den Kollegen da tun, ne? Die Arbeit für Peschek. Ich hab das Gefühl, wir kommen da gar nicht um zu. Mist. Mist, Mist, Mist. Das Problem ist halt, ohne Pferd ist es wirklich verflucht weit nach Skalitz jetzt. Und mit Pferd wird es eine Horrortour werden. Das kann ich dir so schon sagen. Weil die Pferdesteuerung, die ist echt scheiße. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Also du kannst dich auf dem Pferd umsehen, das ist echt Mist.
Und überall liegt hier ein Kessel mit Fressen. Ich weiß gar nicht, warum ich was zu essen mitnehme. Hier gibt's ja überall was. Wahrscheinlich, wenn wir mal nach außerhalb reisen, ne? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Stallungen gefunden und nix. Wo wir mal... uns vielleicht ein Pferd organisieren können, weil ein Pferd brauchen wir auch noch. Was ist denn jetzt los? 18 Uhr, ah, okay. Ja, langsam Zeit fürs Bett, ne? Ich habe das Gefühl, ja, ich glaube, wir müssen wirklich die Sache machen. Und ich glaube, wir müssen auch zu Herrn Ratzig. Also ich kann mal eben, huch, Entschuldigung, wo waren das? Unter J, ne? Journal. Ich muss in die Burg. Der ehrbare Dieb. Du solltest deine Schulden bei Müller-Peschek begleichen, der für deine Behandlung aufkam. Oh, warte mal, wir können ihm noch 50 Groschen geben, oder? Dann müssen wir den Scheiß nicht machen. Herr Müller, Herr Peschek, Herr Peschek, Herr Peschek. Herr Pe, hallo. Ich habe genug Geld, um meine Schulden zu begleichen. Hier. Ich habe genug für die Schulden. Und ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Auftrag kannst du aber immer noch annehmen. Nein, danke. Kein Interesse. Du wolltest etwas, doch ich habe abgelehnt. Worum ging es eigentlich? Deine Schuld ist beglichen. Aber wenn du willst, erzähle ich's dir. Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das nicht erwischen lassen. Hatten wir es nicht schon? Sollte mich jemand ab... Ach, mach dir deswegen kein... Kein ehrbarer Mann sollte sie ber... Hast du geglaubt, ich schick... Ich bezweifle, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin. Ich will nicht, dass sie mein Gewissen belastet. Komm wieder, falls du es dir anders überlegt hast. Dann viel Glück. Hey, ich war noch nicht fertig mit dir. Dann viel Glück. Hä? Versuche, die Truhe zu öffnen. Oh, cool. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's und musst von vorn anfangen. Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal. Zau dir einfach ab, ich war noch nicht fertig, Junge. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Läuft bei dir. Wegen dieser Sache. Ich will das nicht machen. Würdest du mir etwas übers, Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Lebe wohl.
Okay. Bis der mal so weit ist, ne? Jetzt ist noch ein bisschen langsamer. Aber anscheinend hat er ja Zeit. Hier ist ein Klo. Cool. Dum, 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 dum. Dum, dum, di, dum, dum, di, dum, di, dum. Hat er hier eine. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst okay. Die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Ach du Scheiße. Taschendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Erwischt dich die Zielperson oder ein Zeuge mit der Hand in der fremden Tasche, wird Alarm geschlagen und du wirst als Dieb verfolgt. Um jemanden erfolgreich zu bestehlen, musst du dich zuerst unbemerkt anschleichen und dann E gedrückt halten, um den Taschendiebstahl einzuleiten. Der erste Schritt ist das Herumwühlen in der Tasche, indem du E gedrückt hältst. Dies ist nicht leicht, insbesondere wenn die Zielperson sich bewegt. Je länger du herumwühlen kannst, desto länger kannst du auch aussuchen, was du willst. Um dann zu stehlen, musst du die Mindestdauer für das Herumwühlen überschreiten, was du daran erkennst, dass sich der Hintergrund der Hose von rot zu grün ändert. Wie viel Zeit dir für die zweite Phase des Taschendiebstahls bleibt, erkennst du anhand der Zahlen in der Mitte der Anzeige. Behalte die Farbe der Anzeige gut im Auge. Ist sie hellgrün, wird dich dein Opfer nicht erwischen. Wird sie jedoch dunkler und rot, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auf frischer Tat ertappt wirst. Ja, leck mich doch fett. Hier ist deine Hand in der Tasche von jemandem und du musst sie samt Beute herausziehen, bevor die Zeit abläuft und du erwischt wirst. Der Ort, an dem du stiehlst, bist du ein erfahrener Dieb und hast die Spezialisierung Gegenstandsexperte vollständig erlernt, kannst du die Eigenschaften des Gegenstandes im Inventar deines Opfers einsehen. Der Gegenstand, den du gerade gestohlen hast, die verbleibende Zeit, bevor du erwischt wirst, wie lange du herumwühlst, legt fest, wie viel Zeit dir dann noch bleibt. Diese Zeit verlierst du, wenn du entscheidest, den besagten Gegenstand zu stehlen. Sie hängt primär vom Gewicht des Gegenstands ab. Hier ist ein erwühlter Gegenstand. Drücke E, um zu sehen, was es ist. Drücke E nochmal, um ihn zu stehlen. Okay. Ach du Scheiße. Okay, ich soll mich anschleichen. Umhauen. Ja, wie wär's damit? Wieso schleichst du herum wie ein Strauchdieb? Ah, okay. Hier ist gar nichts drin. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Okay. Da ist es ja schon. Ja, und jetzt? Wie oft soll ich denn das noch machen? Hä? Wie bin ich zu blöd? Kann das sein? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache. Ach so, während der Zeit. Ach so, ich muss das erstmal freiwühlen. Ist ja dämlich. Das ist ja dämlich. Und jetzt, wie komme ich hier raus? Hab dich!
Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ja, wie komme ich denn wieder raus? Verstehe ich nicht. Entdecken? Nehmen? Ach so. Ach so, Alter. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Was ist das für ein Scheiß? Bist bereit, das draußen zu probieren. Über am besten einen Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Okay. Ich beklau den jetzt mal nicht, ne? Okay, ja gut, das können wir ja. Wegen des Auftrags. Das mache ich nicht. Ich habe sowohl dich als auch den Apotheker bezahlt, also sind wir quitt. Was bist du nur für ein undankbarer kleiner Scheißer. Wenn du mal was brauchst, komm ja nicht angekrochen. Auf Nimmerwiedersehen. Möge Gott über dich wachen. So, Quest abgeschlossen, der ehrbare Dieb. Alles cool. Wo ist denn? Oh nein, jetzt ist die Umschalttaste falsch rum, warte mal. So. Ja, so ist besser. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde pennen. Da wir keine Fackel haben, hä? Aktivitätengeber. Wird. Halt. Da war. Was eine Frechheit. Bleib hier. Sieh dich nur mal an. Ja, mache ich, wenn ich Zeit habe. Wer gibt denn hier Aktivitäten? Ach, das ist er oder was? Ja. Das ist er. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal pennen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Herrn Ratzig im nächsten Tage. Schlafen und speichern. Bis. Morgens. Dann haben wir noch. Passt das alles noch? Also wir werden jetzt gleich wieder geweckt. Aber sind wir zumindest wieder gesund bis dahin. Hoffe ich. Alter, ich habe 140 FPS gerade. 170, 180, ja läuft. So viel gibt mein Monitor gar nicht wieder. Eigentlich. Und das obwohl V-Sync an ist. Auch sehr komisch, ne? Wieso ist es noch dunkel? Ich könnte ihn jetzt beklauen. Aber ich mach's nicht, weil ich Angst habe. Aber wir sind auch wieder fit. Und lesen lernen müssten wir auch noch, ne? Sonst bringen uns, glaube ich, die Rezepte auch nichts. Aber ohne Pferd ist schwierig, dahin zu kommen. Ich weiß ja leider nicht, wo meins abgeblieben ist. Das haben wir in Thalenberg gelassen. Wer wohnt denn hier? Setzen. Wie ging das eigentlich mit warten? War das F? Nee. Warte mal. Codex. Ach, mit T war das. Okay. Immer T. T-A-T.